Es ist wieder diese Bar und ich muss dir jetzt erzählen, was mir widerfahren ist. Jetzt sehe ich die Zukunft positiv, denn ich bin Optimist. Moment, was geht? Ich sag's dir ganz konkret. Aha. Am Wochenende hab ich mir den Kopf verdreht. Ich traf eine junge Frau, die hat mir ganz gut gefallen. Am Samstag in der Diskothek ließ ich die Korken knallen. Sie stand dann so dabei, wir haben uns unterhalten und ich hab sie eingeladen, denn sie hat sich so verhalten. Wir haben viel Spaß gehabt, viel gelacht und was ausgemacht. Uns nochmal getroffen und den Nachmittag zusammen verbracht. Gingen mal ins Kino, hatten noch ein Rendezvous. Und hast du sie ausgeführt? Hört ja wohl dazu, sie ist so elegant. Sie hat auch allerhand, du solltest sie wirklich mal treffen, denn ich find sie sehr charmant. Hey, ist es die da, die da am Eingang steht? Oder die da, die dir den Kopf verdreht? Ist es die da, die mit dem dicken Pulli anmacht? Nein, es ist die Frau, die freitags nicht kann. Es ist die da, die da, die da, die da, die. Es ist die da, die da, die da, oder die da. Es ist die da, die da, die da, die da, die, oder die da. Freitags ist sie nieder. Herzlichen Glückwunsch, Mudo, toi, 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 du kannst dir sicher sein, als ich mich für dich freue, ich selber bin auch froh. Und falls es dich interessiert, mir ist am Wochenende was ganz Ähnliches passiert. Es war Sonntag, ich trinke Tee in einem Café und als ich diese schöne Wesen an dem Tresen stehen sehe, geselle ich mich dazu und hab einen Tee für sie bestellt. Naja, ich gebe zu, ich hab getan, als hätte ich Geld, doch alles lief wie geschmiert. Was mache ich mir Sorgen? Wir reden und verabreden uns für übermorgen. Ich wollte mit ihr ins Kino gehen, stattdessen waren wir essen, denn sie hatte den Film schon gesehen. Ich hielt für angemessen, sie ins Restaurant zu führen, separé mit Kerzenlicht. Und hat sie dann die Rechnung bezahlt? Natürlich nicht, doch sie sagte zu mir noch, dass wir jetzt miteinander gehen. Und seitdem warte ich darauf, sie wiederzusehen. Ist es die da, die da am Eingang steht? Oder die da, wie dir den Kopf verdreht? Ist es die da, die mit dem dicken Pulli am Mann? Nein, nein, es ist die Frau, die freitags nicht kann. Ist es die da, die da, die da, die da, die? Ist es die da, die da, die da, oder die da? Ist es die da, die da, die da, die da, die, oder die da? Nein, freitags ist sie nie da. Tja, Thomas, ja. Da haben wir beide viel gemeinsam. Seit letzten Wochenende sind wir beide nicht mehr einsam. Bist du mit ihr zusammen? Ey? Ich hab mir vorgenommen, möglichst bald mit ihr zusammen zu kommen. Ja, viel Spaß damit, doch eins gibt mir zu denken. Warum muss ich hier die ganze Zeit hier nur Geschenke schenken? Wem sagst du das? Ich bin schon wieder blank. Doch dafür hat meine jetzt neue Klamotten im Schrank. Ey, bei mir kam sie neulich mit einem neuen Teil an. Und dabei hab ich mich gefragt, wie sie sich das leisten kann. Und ich hab frei am Freitag und sie ist nicht da. Moment mal, Smudo, da ist meine ja. Es ist die da, die da am Eingang steht. Was, das ist die da, um die sich doch bei mir dreht. Was, die da? Und wer ist dieser Mann? Ich glaub, das ist der Grund, warum sie freitags nicht kann. Es ist die da, die da, die da, die da, die. Es ist die da, die da, die da, genau die da. Es ist die da, die da, die da, die da, die. Es ist die da. Ja, freitags ist sie nieder. Die da, die da, die da, die da, die. Es ist die da, die da, die da, genau die da. Es ist die da, die da, die da, die da, die. Es ist die da. Freitags ist sie nieder. Was macht ihr in meinem Wohnzimmer? Spinnt's es oder was?